Es gibt einige Kleidungsstücke, die sollte jedermann im Kleiderschrank haben, um später dann verschiedene Looks und Outfits zu kombinieren. Über diese 10 Must-Have-Basic-Kleidungsstücke spreche ich jetzt in diesem Video. Das erste Kleidungsstück ist eine ganz normale, einfache Jeans in der Farbe Schwarz oder Dunkelblau. Schwarze und dunkelblaue Jeans sind einfach die Grundlage für diverse Outfits. Wenn du zum Beispiel ein Smart Casual Outfit tragen möchtest fürs Büro, kannst du eine Jeans perfekt kombinieren mit einem weißen Hemd zum Beispiel. Aber auch für den Alltagslook sind Jeans perfekt. Wenn du zum Beispiel Jeans und T-Shirt oder Jeans mit Pulli trägst, geht das auch ideal und ist super einfach zu kombinieren. Meine Empfehlung bei den Jeans, eine Jeans zu nehmen, die keine Waschung haben, sondern wirklich eine clean geschickte Jeans und auch keine Löcher haben. Da kannst du nämlich diese Jeans halt auch besser kombinieren, wie ich gerade schon gesagt habe, zu Alltagslook oder auch in Smart Casual Looks. Zudem ist es unfassbar wichtig, dass die Jeans perfekt sitzt und natürlich auch, dass die Hosenbeinlänge perfekt ist. Falls du nicht weißt, wie lang deine Hosenbeinlänge sein soll, dann check einfach mal dieses Video hier oben ab. Die nächsten Basics, die in keinem Männerkleiderschrank fehlen sollten, sind clean, einfache T-Shirts in neutralen Farben, wie zum Beispiel schwarz, weiß, navy oder dunkelgrau. Wichtig bei den T-Shirts ist, dass die T-Shirts am besten aus 100% Baumwolle bestehen, denn die T-Shirts liegen ja direkt auf deiner Haut auf. Und wenn du zum Beispiel dann einen hohen Plastikanteil in den T-Shirts drin hast, dann kann es unter Umständen sein, dass man dann schnell anfängt zu riechen. Also meine Empfehlung an dieser Stelle, definitiv auf 100% Baumwolle zurückzugreifen. Generell ist es auch noch wichtig, dass du einfach so eine Kombinationsvielfalt hast an verschiedenen Schnitten zum Beispiel, dass du vielleicht eins mit aufgekammelten Ärmeln hast oder dass du eins hast, was ein bisschen oversized ist oder auch einfach mal T-Shirts, die zum Beispiel komplett basic sind. Meine Empfehlung da an Basic T-Shirts sind die Basic T-Shirts von Uniqlo, die Supima T-Shirts, kosten nicht ganz so viel und kann man wirklich super kombinieren und von der Qualität her ist es wirklich, also vom Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich top. Der wohl meistgetragenste Schuh in meinem Kleiderschrank ist ein weißer Ledersneaker von der Marke Garmin Project. Ich finde die Schuhe einfach nur mega. Ich habe die sogar zweimal im Kleiderschrank stehen. Und ich finde die halt so gut, weil man diese weißen Ledersneaker, egal ob es jetzt die Garmin Project sind oder andere weiße Ledersneaker, die kann man halt sehr gut kombinieren. Gut zu Alltagslook, also wenn du zum Beispiel einfach Jeans und T-Shirt mit weißen Sneakern anziehen möchtest, aber auch zu einem Anzug. Also die Garmin Projects sind zum Beispiel so fein, dass man sie auch zum Anzug kombinieren kann. Gar kein Problem. Davor habe ich meistens die Stan Smiths von Adidas getragen. Die sind aber nicht ganz so fein wie die Garmin Projects. Und deshalb bin ich auch auf die Garmin Projects umgestiegen. Und das sind jetzt aktuell wirklich meine absoluten Favorite Sneaker. Aber es ist egal, welche Firma oder welche Brand du hast. Am Ende des Tages solltest du auf jeden Fall weiße Sneaker im Kleiderschrank haben. Egal ob Leder Sneaker oder ob andere Sneaker, auf jeden Fall weiße Sneaker. Weil das sind echt wirklich Schuhe, die du fast zu jedem Look kombinieren kannst. Wenn du weitere Tipps haben möchtest zum Thema Outfits und Styling, dann check einfach mal den Men's Style Guide aus. Das ist ein E-Book, kannst du ganz einfach auf dein Handy runterladen und mit dem Gutscheincode DanielPorter20 bekommst du 20% Rabatt auf dieses E-Book. Das nächste Basic ist ein Accessoire und zwar eine Alltagsuhr. Und mit einer Alltagsuhr meine ich nicht, dass du irgendwie eine Rolex am Arm hast oder irgendwie eine Hublot oder so. Ich meine einfach eine clean, schlichte, einfache Uhr, die man ohne Bedenken anziehen kann und auch wenn man zum Beispiel im Alltag ist, vielleicht was Handwerkliches macht, dass man da keine Angst haben muss, dass da ein Kratzer drauf kommt. Also einfach eine clean, einfache Everyday Watch und meine Empfehlung, einfach ein cleanes, schlichtes Design zu haben, nicht irgendwie mit viel Bling Bling drauf, sondern ein so schlichtes Design, dass man das auch gut zu verschiedensten Outfits kombinieren kann. Und auch auf jeden Fall auf die Größe achten, also nicht so ein zu großes Ziffernblatt oder keine Drehs drauf, ja, die sind ja nicht Flavor Flav, sondern einfach entspannt, clean und schlicht. Als nächstes ist ganz wichtig, dass man einen Anzug im Kleiderschrank hat. Und da würde ich euch empfehlen, einfach einen ganz normalen, einfachen Anzug zu nehmen. Kein Anzug, der irgendwie große Muster hat oder kariertes oder irgendwas an Muster hat, sondern einfach einen schwarzen oder dunkelblauen Anzug, den man halt zu verschiedenen Anlässen anziehen kann. Wenn du noch keinen Anzug hast, dann würde ich dir empfehlen, einfach einen ganz normalen Einweiher zu nehmen und vom Revers, von der Reversform her, so einen Notch Lapel zu nehmen. Das ist relativ easy. Einfach diese ganz einfachen klassischen Anzüge und dann ist es tatsächlich egal, ob du zum Vorstellungsgespräch musst oder zu einer Hochzeit eingeladen bist oder zu einer Kommunion oder was auch immer. Ja, diesen Anzug kannst du wirklich zu verschiedensten Anlässen anziehen und ist wirklich die Grundlage, wenn du jetzt zum Beispiel noch gar keinen Anzug im Kleiderschrank hast. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar zum Mantel.
Beim Mantel würde ich euch vom Schnitt her empfehlen, einen Anreiher zu wählen mit zum Beispiel 3 oder 4 Knöpfen und vom Revers her ein Notch-Revers. Beim Mäntel würde ich auch auf neutrale Farben zurückgreifen, wie zum Beispiel beige, grau, dunkelblau oder schwarz. Das ist einfach am Ende des Tages einfacher zu kombinieren. Vom Kombinieren her kannst du zum Beispiel Mantel gut mit einem Hemd tragen oder mit einem Rollkragen, also einfach etwas schicker. Du kannst aber auch einfach einen Hoodie drunter tragen. Das sieht einfach ein bisschen cooler und lässiger aus. Dann hast du eher so ein bisschen Street-Style. Der nächste Punkt ist wieder ein Accessoire, und zwar eine Sonnenbrille. Vom Design her würde ich euch empfehlen, auch hier wieder ein cleanes, schickes, minimalistisches Design zu wählen. Und vor allen Dingen auch eine hochwertige Brille zu wählen. A, natürlich auch wegen dem Schutz, ja, was UV-Schutz und Sonne angeht, logisch, wenn du im Sommer bist. Aber zum anderen auch, Männer tragen halt nicht ganz so viele Accessoires. Und wenn du ein Accessoire trägst, dann würdest du dementsprechend auch ein hochwertiges und gutes Accessoire zurückhalten. Ich persönlich habe es zum Beispiel ein bisschen schwierig, weil ich relativ massive Augenbrauen habe, also richtig stabile Augenbrauen. Und da fällt es mir eigentlich mal ein bisschen schwer bei der Sonnenbrillenauswahl. Aber ihr könnt einfach mal schauen und einfach mal, ja, das Gestell, einfach mal verschiedene Gestelle ausprobieren, um zu gucken, welches euch am besten gefällt. Beim nächsten Punkt brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren, und zwar bei einer schwarzen Lederjacke. Eine schwarze Lederjacke sollte in jedem Männerkleiderschrank drin sein. Und ich empfehle euch an dieser Stelle, auch hier vielleicht den einen oder anderen Euro mehr auszugeben und seht eine Lederjacke eher als Investition in euren Kleiderschrank. Denn eine Lederjacke, die hast du meistens nicht nur ein Jahr, sondern meistens sogar 5, wenn nicht sogar 10, 15 Jahre. Von daher, gibt da lieber ein bisschen mehr Geld aus und habt am Ende des Tages auch mehr von. Und klare Empfehlung auch hier, auf echt Leder zurückzugreifen. Nicht gegen billiges Kunstleder, weil dann ist es tatsächlich so, dass du die Lederjacke dann nach einem oder vielleicht 2 Jahre wegschmeißt, sondern investiert hier in eine gute Lederjacke. Diese Lederjacke, die ich hier trage, ist zum Beispiel eine Lederjacke von Bodaskins. Gefällt mir richtig gut vom Look her, vom Fit her, wirklich mega nice. Vom Look und Fit kannst du aber auch hier ein bisschen variieren. Du kannst zum Beispiel richtig ausrasten, was zum Beispiel Schnallen und Reißverschlüsse und so angeht. Du kannst aber auch ein bisschen cleaner und schlichter machen oder auch hier ein Melu-Leder nehmen. Aber am Ende des Tages solltest du definitiv eine schwarze Lederjacke im Kleiderschrank haben. Kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar zum Hoodie. Beim Hoodie würde ich euch empfehlen, auch Hoodies auszuwählen, ohne irgendwelche Prints drauf. Also keine fetten Aufschriften vorne drauf und auch keine nackten Frauen vorne drauf gedruckt. Weil das ist dann echt immer ein bisschen schwierig zu kombinieren. Und einfache Hoodies ohne Print kannst du wesentlich einfach kombinieren. Auch hier die Empfehlung wieder von mir, einfach auf Hoodies zurückzugreifen, die einen großen Baumwollanteil haben und einen geringen Kunststofffaseranteil. Warum ist das wichtig? Wenn du zum Beispiel einen hohen Kunststofffaseranteil hast, also zum Beispiel 50-50, dann kann es sein, dass du relativ schnell anfängst zu riechen. Deshalb meine Empfehlung, 90% Baumwolle und zum Beispiel 10% Elastan oder 95% ist auch noch vollkommen in Ordnung. Warum ist es wichtig, dass zum Beispiel ein Kunststoffanteil wie Elastan mit dabei ist? Das ist aus dem Grund wichtig, damit die Hoodies nicht so schnell ausleiern. Wenn zum Beispiel ein Hoodie komplett aus Baumwolle bestehen würde, dann würde er halt schnell ausleiern und seine Form verlieren. Last but not least kommen wir zum Must-Have schlechthin, und zwar zum weißen Business Hemd. Ein weißes Business-Hemd solltest du auf jeden Fall im Kleiderschrank haben. Gerade dann, wenn jetzt zum Beispiel irgendein Anlass ansteht, wie zum Beispiel eine Veranstaltung oder so, kannst du darauf zurückgreifen und dir einen schönen Feinlook kreieren. Bei einem weißen Business-Hemd würde ich euch empfehlen, auf einen Kennkragen oder auf einen Haifischkragen zurückzugreifen und nicht auf einen Button-Down-Kragen, weil wir sprechen hier an dieser Stelle ja gerade über Basics. Wichtig an dieser Stelle natürlich bei einem weißen Hemd, dass das weiße Hemd perfekt sitzt. Gerade was den Kragen angeht. Der Kragen muss einfach perfekt sitzen. Du musst das Hemd vernünftig zuknöpfen können, denn du möchtest ja schlucken können, atmen können und natürlich auch essen können. Generell ist der Fit natürlich auch für alle anderen Kleidungsstücke, die ich gerade genannt habe, extrem wichtig, weil du musst dich am Ende des Tages ja auch wohl in deiner Kleidung fühlen. Weitere Videos zum Thema Outfit und Stylings findest du hier oben und meinen neuesten Upload findest du hier oben. Und jetzt wünsche ich dir noch ein wundervolles Outfit. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.